Frau Marquardt, heute treffen sich Stakeholder für das Net Zero Valley hier in Cottbus. Das sind ganz viele Begriffe. Was bedeutet dieses Treffen? Wer ist hier und warum seid ihr hier? Was bedeutet Net Zero Valley? Und wir nennen es ja sogar noch Net Zero Valley Lausitz. Wir hängen sogar noch was hinten dran. Das bedeutet, dass wir als Lausitz die erste Bewerbung abgeben wollen, um eine Region zu werden, wo sich Unternehmen ansiedeln kann, um sogenannte Netto-Null-Technologien zu produzieren. Das heißt, dass wir hier vereinfachte Bedingungen für Unternehmerschaft schaffen wollen, die wir in Abstimmung mit Bund und Land den ausgewählten Technologien zur Verfügung stellen wollen. Von der EU gibt es 19 vordefinierte Technologien, die davon profitieren können, von sogenannten Beschleunigungsverfahren. Natürlich können wir alle diese 19 nicht für uns hier vor Ort gewinnen. Das möchten wir auch gar nicht. Beispielsweise passt das Thema Kernenergie gar nicht zu uns. Und wir haben uns jetzt auf Wir haben uns auf ein Zielbild geeinigt, was mehrere Technologien beinhaltet. Unter anderem Batteriespeicher, PTX, Wasserstoff und Produktion. Und heute wird sich getroffen, um das alles mal abzustimmen. Und wer ist hier? Lausitz heißt ja wirklich brandenburgisch und sächsische Lausitz wieder mal, oder? Ja, genau. Das ist uns auch ganz wichtig, das wirklich zu betonen. Also alles, was wir tun, das tun wir immer nur zu zweit. Das heißt, der ganze Prozess, wie er bisher, so erfolgreich wie er bisher gelaufen ist, das haben wir immer mit der sächsischen Ebene gemacht. Da heißt es vor allen Dingen mit den Landkreisen Görlitz und Bautzen, als auch mit der brandenburgischen Ebene, sowohl auf der Arbeitsebene als auch auf der Landesebene gibt es uns nur zusammen. Was haben wir denn bisher überhaupt gemacht? Wir haben zwei Workshop-Phasen gehabt, einmal im August und einmal im Oktober. Und dort hatten wir uns 5 Themen rausgepickt, wo wir gedacht haben, das sind die Themen, um erstmal dieses Net Zero Valley zu beschreiben, weil auch wir wussten am Anfang nicht, was heißt das denn, was heißt das für Fachkräfte, welche Technologien wollen wir überhaupt vor Ort haben, wer ist überhaupt die Lausitz? Also auch die Lausitz wird immer anders definiert und das haben wir in diesen 5 Workshops gemacht und heute sind wir hier, um die Ergebnisse nochmal einer großen Öffentlichkeit vorzustellen. Wir haben das große Glück, dass das Bundeswirtschaftsministerium heute vor Ort ist, wir haben die Landkreise mit vor Ort, wir haben die kreisangehörigen Städte, natürlich auch die Stadt Cottbus, die in Federführung gehen durfte mit vor Ort. Wir haben aber natürlich auch die Kammern, ganz wichtiger Partner. Wir haben Vertreter aus der Wissenschaft, aber auch aus der Unternehmerschaft hier. Netto Null heißt, möglichst CO2, was man einsetzt, auch nicht wieder zu emittieren, sondern wirklich in der Konsequenz eine Null zu haben. Wasserstoff ist ein großes Thema hier in der Region. Da gibt es ja schon Player, die was machen wollen. Ist das jetzt nochmal ein Boost? Steht das dem Strukturwandel irgendwie entgegen oder befördert es ihn noch? Oder wie darf man dieses Net Zero Valley dann einordnen? Oder kann man jetzt, wenn man hier investiert, einfach schneller investieren? Das Thema Strukturwandel ist ja tatsächlich, sagen wir mal, ein Thema hier vor Ort. Ja? Das heißt, in anderen Regionen ist das Thema Strukturwandel auch in anderen Ländern nicht so vorrangig wie bei uns. Das Thema Net Zero Valley hat am Anfang erstmal gar nichts mit dem Strukturwandel zu tun. Das heißt, das kommt von der EU und ist runtergebrochen und da kann sich jedes EU-Land bzw. Verschiedene Valleys in den Ländern dafür bewerben. Und wir in der Lausitz sind sozusagen in Vorleistung gegangen. Wir sind tatsächlich das allererste Net Zero Valley, das sich nicht nur in Deutschland, sondern auf der EU-Ebene dafür bewirbt. Wie gesagt, das steht dem Strukturwandel weder entgegen, noch hat es im ersten Schritt etwas damit zu tun. Nichtsdestotrotz wissen wir sind Kohleregion und wir sind in der Transformation. Und genau wie Sie es gerade schon beschrieben haben, wäre das natürlich ein riesiger Meilenstein, wenn wir sagen könnten, hey, obwohl wir eine Kohleregion sind und waren, schaffen wir jetzt die Transformation sozusagen dahin, dass wir die Unternehmen, die gerade in diesen Themen Netto-Null-Technologie spezialisiert sind, hier vor Ort herzuholen. Ja, und was bieten wir? Das, was die EU sozusagen vorgibt. Wir wollen beschleunigte Genehmigungsverfahren anbieten. Wir wollen beispielsweise weniger Datenschutz, weniger oder bessere bei der Beihilfe hier schneller und besser sein. Wir haben dafür in den einzelnen Workshops tatsächlich sehr große Themen definiert. Das heißt, wir haben einerseits gesagt, ach, wir können auf den Datenschutz verzichten, aber wir haben sozusagen auch handhabbare, kleinere Varianten definiert und schauen jetzt mal, wenn wir die Bewerbung beim Land eingeben, was am Ende tatsächlich für unsere Region hier vor Ort denn noch umzusetzen ist.
Genau, wie geht's weiter? Bewerbungsphase habe ich gerade gehört. Das heißt, gibt es andere Regionen in Deutschland auch, die sich bewerben? Wie viele Regionen in Europa und wie viele wären es denn überhaupt am Ende und wann wird es entschieden? Also ich kann Ihnen definitiv sagen, dass wir die erste Region sind, die sich dafür bewirbt. Es ist so, dass das Interesse an dem Netz über Valley Lausitz riesengroß ist, gerade weil wir die ersten sind. Und ich kenne bisher keine weiteren Bestrebungen aus Europa, aber ich kenne Bestrebungen aus zwei weiteren Regionen in Deutschland, die sich bei uns melden und fragen, hey, wie macht ihr denn den Prozess? Wie müssen wir das denn machen, dass wir auch so erfolgreich werden wie ihr? Aber wir hoffen tatsächlich, dadurch, dass wir der Pilot sind, natürlich auf jeden Fall nachher auch dann eine positive Bescheidung vom Land bekommen. Und wie wir es eben schon bei der Veranstaltung gehört haben vom BMWK, vom Bundeswirtschaftsministerium, die auch gesagt haben, wir haben nächstes Jahr einen Termin auf EU-Ebene. Wir werden andauernd auf die Lausitz angesprochen. Und wenn über das Netz über Valley gesprochen wird, dann nehmen wir auf jeden Fall die Lausitz mit, weil ihr die Ersten seid. Gibt es eine Zeitschiene seitens der EU, bis wann das entschieden sein soll, ob wir das werden? Leider gibt es das nicht. Als wir angefangen haben, dachten wir zunächst auch, dass es keinen Antrag geben würde. Die sind sowohl die Bundesebene als auch die EU-Ebene sind gerade noch im Austauschprozess. Wie hat denn überhaupt so eine Bewerbung auszusehen, beziehungsweise ein Antrag auszusehen? Die Bewerbung, die geben wir am 6.11. beim Lausitzforum ab, an den Bundesminister Habeck und an die beiden Ministerpräsidenten Kretschmer und Woidke. Diese Bewerbung ist sehr fundiert. Das heißt, es ist nicht ein Blatt, da steht Bewerbung drauf, sondern da sind tatsächlich die Ergebnisse aus den ganzen Workshops-Phasen schon mit inkludiert. Das heißt, das ist ein dicker Wälzer von mindestens 100 Seiten, die wir da abgeben. Wir hoffen natürlich, wenn denn die offizielle Bewerbung später rauskommt, wir rechnen damit erstes Quartal 25, aber genau wissen wir es noch nicht. Wir wissen nicht, wie lange die Abstimmungsprozesse brauchen, dass wir dann mehr oder weniger die Inhalte unserer Bewerbung in einen ordentlichen Antrag überführen können. Wenn das alles klappt und die Lausitz Net Zero Valley wird, was haben am Ende die Menschen davon? Ich hoffe, dass das jeder Einzelne tatsächlich mitbekommt. Natürlich möchten wir vor allen Dingen unsere Bestandsunternehmen dahin motivieren, dass auch sie davon profitieren können, von diesem beschleunigten Verfahren und sie sich auch in einer gewissen Art und Weise diesen neuen Technologien hingeben. Als auch möchten wir natürlich gerne Unternehmen hier in die Lausitz locken. Das heißt, das Spotlight soll auf der Lausitz liegen. Nicht nur Unternehmen und Investoren aus der Lausitz, aus Brandenburg und deutschlandweit sollen auf die Lausitz gucken, sondern es geht tatsächlich darum, den Fokus sowohl von europäischen Unternehmen, aber auch von darüber hinaus von weltweiten Unternehmen hier auf die Lausitz zu richten. Und natürlich am Ende profitieren wir durch die Wertschöpfungsketten alle davon. Von dem Handwerksbetrieb über Lieschen Müller, was nachher zum Bäcker geht. Wir hoffen natürlich dadurch auch, dass wir diesem großen Thema der Fachkräftesicherung entgegenwirken können, weil wir auf die Sogwirkung hoffen. Das heißt, Großunternehmen kommen hierher und ziehen natürlich auch Potenzial, also Fachkräftepotenzial mit an.